Und damit sind wir wieder bei Let's Play Elite Dangerous. Und ja, wir kümmern uns um unser Community Goal. Huch, was Und fliegt denn da durchs Bild? deswegen. Ja, da fliegt Das allerhand durchs Bild war eine gerade. Waldschar mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder sowas. Ja, so eine Waldschar hast du vorhin gerammt, glaube ich. Oh, vielleicht war es diese Waldschar. Vielleicht, wer weiß. Genau, wir haben eine FDL und die möchte rasiert werden. Ja, die wird auch gerade schon beschossen, aber nicht von uns, oder? Nö, ich schieß da Ups. noch nicht drauf. Ja, nee, ich flieg erstmal vorbei. Heilige Scheiße, ist hier viel los gerade. Uiuiui. Also Da ist ein gut. Federal Assault Ship, was die FDL mitbeschießt. Ja, sollen wir noch ein bisschen warten, bis sie Dieses. keine Schilde mehr hat, oder gehen wir jetzt gleich mit drauf? Ach ja, komm, der andere schießt da auch schon mit Okay, drauf. also los. Also würde ich sagen, auf. Ja, die Schilde haben es jetzt nicht ganz so lange gemacht. Nee, aber die wird ja auch schon eine Weile beschossen. Aber sie hatte noch zwei Ringe Das Schild. Schöne ist, die ist genauso so ein unmobiler Stein wie wir. Ja, mit Bewegungsdefizitsyndrom. So. Genau. Was haben wir hier? Das ist eine Python, die ist nicht gesucht, die ist Ja, das sauber. Federal Assault Ship hier ist auch gesucht, aber es sind zwei. Eine Vulture. 236.000! Was? Oh What? lol, what? Okay. Alles klar. Ich glaube, die Vulture gehört zu dem Assault Ship. Ja, das ist gut möglich. Oh, hier ist nochmal ein Federal Dropship. Ja, Federal Dropship. Das ist halt Nee, hier das nicht im Wing, Dropship oder? ist nicht im Wing. Das Dropship ist allein und das schießt gerade. Ups. Auf die Python. Die saubere Python, Was? wohlgemerkt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Dropship, oder? Ja, wenn ich es wieder finde. Hast du es Ich markiert? hab's ausgewählt, ja. Ah ja, sehr Das gut. ist das gute Dropship. Ist der Drops gleich gelutscht? Bisschen Reichweite? Ja, sogar zu dicht. Ich muss mal kurz. Ich flieg, glaube ich, gleich drauf. Ich muss mich mal kurz irgendwie ein bisschen besser positionieren. Als ein guter Moment, um zu schießen. Okay. Ah, ich weiß, das Ding Ja. dreht dir nämlich gerade die Seite zu. Und ja, da sind die Dübel draußen. So, geht. Boah. Die Schilde hat schon mal nicht viel aus. Ja, der Impulsangriff von dem Ding ist aber schon ordentlich. Ja, weiß ich nicht. Ja, doch. Oh. Der erste Ring meiner Schilde hat nicht so lange gehalten. Schon wieder die Düppel. Ach, Manno. Wenigstens habe ich die Dinger auch. Das ist die einzige, das einzig Gute an der Sache. Das einzig Gute an der Düppel ist, dass man sie auch mal selbst nutzen kann. Ja. In der Tat. Oh. Was denn? Schon wieder. Das dritte Mal jetzt. Ja, ist halt ein bisschen düppellastig. So. Boah, Alter. Nein. Mach mal Düppel. Geht so nicht. Das sind die Schilde wieder da. Na komm schon. Ich werde dich doch wohl noch erwischen. So. Nein, das Ding hat schon wieder Düppel draußen. Das ist doch unfassbar. Ich wollte gerade sagen, Düppel für alle. Du fliegst voll durch meinen Laserstrahl. Ja, alles Ups. klar. Ja, den habe ich nicht gesehen. Die Rundumsicht ist auf so einem 16 Die zu 9 Monitor 360. ein bisschen schlecht. Ja, die 360-Grad-Kameras So, ne, für Schiff, die das sind halt fünfte auch Mal teuer. düppelt jetzt. Oh, Alter. Ganz ehrlich, der Impulsangriff, der fistet halt meine Schilde so übelst weg. Ich Das ist hoffe mal, halt der echt hat nur ekelig. einen Düppelwerfer und nicht zwei, sonst hätte er maximal 20 Düppel. Dann hätte er jetzt erst ein Viertel raus. Kannst du den vielleicht mal ein bisschen ablenken? Ich Weil der schieße die mir ganze gerade. Zeit drauf. Ich habe Weil auch er. keine Düppel draußen. Also ich meine, ich kann nicht viel machen, außer drauf schießen. Okay. Weil er mir nämlich gerade. Ich sag mal, relativ schnell meine Schilde kaputt brutzelt oder gebrutzelt hat. Ja, wie Ich weiß gesagt, nicht genau warum. ich kann auch nichts machen, außer drauf schießen. Mehr kann ich ja nicht. Ach Gott, nicht mal das geht gerade. Das müsste ja eigentlich seine Aufmerksamkeit schon mal auf mich lenken. Aber meine Schilde laden halt auch gefühlt so irgendwie gar nicht auf gerade. Ja. Oh, Alter! Sag mal, schon wieder Düppel. Irgendwer hat mich. Nö, Alter. Was? Irgendwer hat mich gerade übelst weggerammt. Oh, vielleicht war ich das. Ich weiß nicht, ich hab's nicht mitbekommen auf jeden Weiß ich Fall. nicht. Von Schilde existiert noch ein bisschen zu 94% Hülle. Das war jetzt nicht so geil. So, komm schon. Aber ich schieß da jetzt nochmal drauf auf das Ding, das geht so nicht. 14% hat er noch. Ja. Das Problem ist, Aber seine eigentlich zu Schilde weit. laden relativ schnell nach. Ja, meine nicht. Wo ich schon volle Energie aufs System gelegt habe. Oder fast volle Energie. Ich Aber komme jetzt leider müssen wir gerade auch da. nicht so jetzt.
ein bisschen sehr YOLO-mäßig hier mit ohne Schilde. Oh, schon oh, wieder Tüppel. Oh Gott, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ah, keine Energie auf den Waffen. Schlecht. Oh, ich glaube, ich pack auch mal die Tüppel raus. Ich sehe, was du meinst mit den Impulsangriffen. Naja, der haut ordentlich rein. Oh, 9%. So, jetzt keine Schilder mehr. 7%, 6%. 5. Ja, jetzt. 3, 2, 1. Aha, so geht doch. Und die Düppel haben auch nur bedingt geholfen bei dem Impulsangriff. Ja, nö, bei mir ging es eigentlich. Ja. Boah, da immerhin. Ja, hat sich jetzt so mäßig gelohnt dafür, wenn man bedenkt, wie viel Schaden der gemacht hat. Oh, hier ist noch ein Federal Dropship allein gesucht. Ja, du kannst gerne mal anfangen, darauf zu schießen. Ja, ich lass mal kurz meine Schilde noch ein bisschen laden. Ja, ich warte nämlich auch darauf, bis ich wieder Schilde habe. Ich habe zwar welche, aber nur einen Ring. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe gerade gar keinen. Derasnin, aka The Russian. Ah, jetzt habe ich anderthalb. Was, jetzt hast du sogar mehr als ich? Ja. Ja, weil... Ne? Ich glaube, wenn du von fast keiner auf mehr, also von fast keiner auflädst, dann dauert das länger, als wenn du von gar keiner auflädst. Das ist total bescheuert. Eigentlich müsste es ja gleich lange dauern, so rein von der Logik her. Wollen wir den denn noch beschießen? Weil dann müsste ich da jetzt hinterherfliegen. Der ist jetzt gleich mal weg. Ich fliege gerade hinterher. Ich bin in 3,5 Kilometern Entfernung. Ich komme gerade ein bisschen näher ran. Ich meine, bis wir da sind, geht's dann auch mal wieder mit den Schilden. Oh, er hat die Waffensysteme ausgefahren. Das ist ja ein Ding. So. So, wie sieht's aus? 3,5 Kilometer. Ja, okay, dann warte ich mal noch ein bisschen. 3 Kilometer kannst gerne schon drauf schießen. Ach, Moment, ich muss noch die Energie wieder auf die Waffen legen, so. Kann ich? Ja, ja, mach ruhig. Okay. Gut, ja. Die Schilde sind weg. Der war aber auch nur tödlich. Ich weiß gar nicht, was der andere gerade war. Ich glaube auch sowas in der Richtung. Oh Gott. Oh. Oh, ich hol mal Düppel raus. Oh, hallo. Die Düppel sind mir entgegengeflogen. Oh. War nicht schlecht. In your face Productions. Oh. Okay, der hat einen thermischen Angriff drauf. Alter, die sind auch... Die sind schon sehr interessant. Oh, Frameshift Charge detected. Er will weg. Ja. Erstmal beschleunigen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin da auch sehr in der Nähe gerade. Oh Gott. Beschleunigst auf einmal, steht er wieder. So, den kriegen wir noch weg. Ja, wohin soll er fliegen? Also, ich weiß nicht, er hat Frameshift-Charge detected, aber er haut nicht ab, das ist total dumm. Ja, du kannst ja dann auch nur noch bedingt was machen, wenn du am Laden bist, also von daher... Er lädt wahrscheinlich auch einfach ziemlich lange. 69. Also, sollen wir es vielleicht so langsam mal abgeben? Wie viel haben wir denn? Also nicht den Löffel, sondern die Credits. Ja, also 1 Million, ja, das wär, ja, ja. Ja, ich glaube, so knapp 1 Million kann man schon mal abgeben. Ja, weil wenn wir jetzt sterben, wäre es echt ärgerlich. Das stimmt. Ja, du hast das durchaus recht, ja. Okay, so, dann suche ich mal. Ja, wir müssen halt jetzt... Ziemlich weit fliegen, ja, ist klar. Ewig fliegen. Patterson Vision, 36.000 Lichtsekunden. So. Ja, gut, liegt natürlich hinterm Ring jetzt. Sehr logisch. Aber ich glaube, wir können durchspringen, wie es aussieht. Es lädt zumindest. Ja, es lädt. Wir springen gleich einfach... Achso, nee. Ach, verdammt. Ja gut, du musst halt direkt nach oben beschleunigen. Na, nach Link deaktivieren. Das war verdammt knapp. Ich bin gerade beinahe direkt wieder reingeflogen. Weil wir echt zu dicht drauf waren. So. Gut, wir haben überlebt. Jetzt können wir gemütlich dahin fliegen. Das dauert ja wieder eine Weile. Jetzt können wir gemütlich abgefangen werden und noch drauf gehen. Na, das glaube ich nicht. Bis wir abgefangen werden, sind die Schilde wieder voll und Hülle ist ja auch noch ganz da. Ja, ist auch relativ unwahrscheinlich. Aber es ist jetzt genau durch den Ring durch. Ja, genau. Das sagte ich doch. Also, oh, das sieht jetzt ein bisschen gruselig aus. Uah. Ja, ja, genau, oh, das, genau das. Das ist so, wenn du immer im Ring immer dichter kommst und dann so, oh. Oh, schnell nach oben ziehen, ja, genau.
Ja. Sonst knallt's, ja. Ach oh ja, freihändig spielen. Ja, wie steht es denn um das Community Goal im Moment? Ach so, das stimmt, das können wir jetzt mal gut nachgucken. Wir haben ja gerade Zeit. Das hat immer noch nicht Tier 1 erreicht. Mit aktuell 467 Millionen Credits verdient. Ich glaube, wir sind 0,5 Pixel dichter dran als vorher, Ich habe keine Ahnung, das müssen wir nachher dann am schwarzen Brett sehen. gut, dann können wir schon mal direkt eine Million dazugeben. Ist doch schon mal gut. Zwei. Also jeweils, genau, jeweils eine Million. Gute 2 Millionen, das ist doch gar nicht schlecht. Naja, das sind schon mal 5% von dem, was es aktuell sind. Also wir Ja, sind da gar nicht 5%. schlecht dabei. Ja. Gut, ich meine, das sind halt pro Person so 2% oder sowas, aber ja. Ich meine, es sind ja auch schon ein bisschen mehr als 400 Millionen. Mal mit 2% allein bei... Wie viel sind es mittlerweile, die beitragen? Na. Bei 265 Beitragenden, das ist schon nicht schlecht. Jetzt sind schon 266. In dem Moment, wo du nachgeguckt hast, habe ich jetzt auch da drauf geklickt. Oder in dem Moment, wo du was gesagt hast, und das wurde direkt einer mehr. Ja, ist ja auch ein ziemlich attraktives Community Goal eigentlich. Das einzige Ja. Problem ist, dass die Station ziemlich weit weg ist. Ja, das macht das Ganze wieder ein bisschen gammelig. Aber man kann ja anscheinend recht gut schnell verdienen, wie es aussieht. Ja. Wahrscheinlich verdienst du schnell, damit es sich dann lohnt, auch lange dahin zu fliegen. Ja. Sieht Oder du ganz so musst aus. halt so voll YOLO-Modus machen und richtig Geld oder richtig Credit sammeln und dann erst dahin fliegen. Naja, das will ich nicht riskieren, ehrlich gesagt. Ich habe aktuell nicht viel Geld, das reicht nur für eine Rückerstattung. Ja, ich weiß, sonst sollten wir jetzt zumindest, oder du zumindest im Moment nicht machen. Hier, Kontostand 4,96 Millionen Credits, Ersatzwert 3,42 Millionen Credits. Ich biete 17 zu 3,4 Millionen. Ja gut, du kannst ein paar Mal drauf gehen. Könnte ich theoretisch, ja. Habe ich jetzt aber auch nicht so viel Lust drauf. Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Komisch, ne? Ja. Haben die da Und eigentlich wir können. Ausrüstung? Ja. Ja, Ja, doch, hast du müsste. Ist ja vorhin eine große nachgeguckt? Station. Ja, du, Nein, aber das das ist heißt eine. nicht viel. Aber es ist eine große Station. Vielleicht haben die einfach nur Schrott. Ja, gut. Sie haben Ausrüstung und sie haben Schrott. Naja. Ich meinte nützliche Ausrüstung. Ach so, nützlich aus. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Weil, ob die aus. Ja, die haben aber eigentlich alles. Andocken, Kontakte, Erkundung, Waren, Schwarzmarkt, Auftanken, Reparatur, Auffüllen, Ausstattung, Werft, Crew-Lounge, Autolanden, Tuning, Machtkontakt, Such- und Rettungsteam und Mission. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich ziemlich alles, ja. Oder gibt's irgendwas, was nicht dabei war? Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Okay. Oh, mal gucken, wie schnell ich diesmal werde. Ich habe jetzt 240-fache Lichtgeschwindigkeit. 50. Verbotene Waren. Kampfstabilisatoren, Drogen, Tabak, persönliche 60. Waffen, Kriegswaffen, Nein. Landminen, Unterhaltungselektronik, imperiale Sklaven, Giftmüll. Also, so sehen wir hier alles. Du Nee. darfst keine Unterhaltungselektronik einführen, das ist ja Was? lustig. Okay. Ja, das war auch eine verbotene Ware. Okay. Ich bin übrigens wieder bis 260-fache Lichtgeschwindigkeit gekommen. Jetzt geht's wieder rückwärts. Eine Minute noch. Wie viel bist du gerade? Ich habe 240-fache. 243, 44, 250. Mal gucken, wie viel es noch wird. 260. Jetzt war ich auch bei Ja, okay. 260. Gut, dann ist das Schiff doch nicht langsamer. Komisch. Ah, das ist ja ein Ding. Gut, er sagt, ich brauche noch 1 Minute. Ja, ich brauche noch 53, 52 Sekunden. Aber es geht halt jetzt relativ langsam runter. Jetzt sind es noch 50. Das finde ich schon krass. Das eine Schiff hat ja echt so 240.000, glaube ich, gebracht. Also ein Schiff hat ungefähr ein Viertel unseres Gesamtverdienstes gebracht. Ja. Was hätte er wohl die Python da gegeben? Oh, wenn wir die noch erwischt hätten. Ja, wobei, ja, doch, wahrscheinlich schon.
Doch, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte das ja, kommt auf die Kampfrang an. Wahrscheinlich ähnlich viel. Ich glaube nicht, dass es viel mehr gewesen wäre. Na, irgendwie wird das nach oben hin ja auch gedeckelt sein. Das glaube ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Du fliegst gerade vorbei, oder? Nein. Nein? Ich bin noch 5500 Lichtsekunden entfernt. Herr Watson, aber du hast mich gerade überholt. Hä? Nein? Doch? Nein? Doch, du bist vor mir. Hä? Also du wirst noch vor mir angezeigt. Moment, was? Du bist jetzt gerade in 3000 Lichtsekunden Entfernung bei mir. Die Station hat noch 1600 Lichtsekunden Entfernung. Irgendwas ist ja nicht ganz richtig. Also ich habe jetzt noch 3500. Okay, du bist jetzt bei mir schon 5500 Lichtsekunden weit weg. Das macht nicht so viel Sinn, wenn du zu der Station fliegst. Jetzt sind es schon 7000. Hä? Ich bin noch nicht an der Station vorbei. 8000. Doch, bei mir eindeutig. Wir fliegen aber schon nach Patterson Vision, oder? Ja, 9000. Okay. Gut. Und 10.000 Lichtsekunden. Aha, währenddessen sind es bei mir 1700. Ja gut, bei mir sind es noch 400 bis zur Station. Aber du bist jetzt bei mir schon 12.500 Lichtsekunden weit weg. Da bin ich aber gespannt, ob ich irgendwie dann noch reingezogen werde durch den Geschwadersignal. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das hat nicht ganz erkannt, dass du auch langsamer geworden bist. Ich glaube, das hat dich einfach mit konstanter Geschwindigkeit angezeigt. Das könnte sein. Jetzt bremst der Stern hier wieder aus. Dieser komische lila Stern. Planet. Währenddessen bist du in 20.000 Lichtsekunden Entfernung. Nein, das ist ein Stern. Das lila ist der Stern. Echt? Ja. Na gut. Oh, ich glaube, ich flieg vorbei. Jo, ich flieg vorbei. Schon erstaunlich, was man dann schafft, wenn man durchweg mit 260-facher Lichtgeschwindigkeit fliegt. Ja. Schön. Ja, ich flieg sowas von vorbei. Ah, ich flieg aber auch vorbei. Okay, nein. Na komm schon, ich werde doch wohl irgendwann mal wieder näher rankommen. Ich flieg die ganze Zeit. Ah ja, jetzt komme ich wieder dichter ran. Ah, ich wurde rausgezogen. Was? Aber ich bin doch noch nicht draußen. Das ist auch nicht schlecht. Was? Als wurdest du gerade. Warte mal. Da war doch gerade eine Markierung von dir in die Richtung. Da. Ich bin. Schwadersignal. Das ist ja geil. Wie weit entfernt? 3 Megameter, oder? 12 Megameter. Was? 12? Okay. Bei mir ist es jetzt noch 2 bis zur Station. Ja, ich habe jetzt noch 18 bis zur Station. Was? Megameter? Megameter, ja. Wie könntest du dann ausgezogen werden? Wieso? Warum? Weiß ich nicht. Okay, macht ja keinen Sinn. Ich bin jetzt raus. Jetzt sind es noch 8 Kilometer bis zur Station. Ja, ich wurde rausgezogen und jetzt bin ich auch bei der Station. Musst du rausfinden, ist wo ist denn der Eingang? Da oben. Alter, jetzt Schiff, geh weg da. So. Wieso sind das eigentlich immer Russen, die einen da anlabern? Aber was veranlagen? Ich hab gesagt, wieso sind das eigentlich immer Russen, die einen da anlabern? Weil sich russischer Akzent lustig anhört? Keine Ahnung. Hahaha. Es ist aber, wobei es sind auch nicht immer Russen, aber es sind sehr oft Russen. Vielleicht so. Gehört der Weltraum hier einfach den Russen. Lokal, Schiff der Systembehörden. Du kriegst, was dir zusteht, gesetzlose Abschaum. Was zu dir? Achso, oder was? Allgemein? Nein, lokal. Achso. Also lokal, Schiff. Ich auch so. Nun. Nun. That escalated quickly. So, Landeplatz 33. Ich hab die 11. Da hinten. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen was zum Hinfliegen hat. Kann man sich schon mal ordentlich ausrichten. Das ist auch immer ein bisschen blöd, wenn man so ganz am Anfang einkriegt. Ja, das ist immer ziemlich ungünstig, weil der ist nicht im Blickfeld dann. So. Ah, 11 ist nämlich direkt neben dem Eingang. Da bist du, oder was? Ja, da bin ich. Okay. Ah, wobei, das geht aber auch. So, gedockt. Neben dem Eingang war. Zack. Ja, sehr schön. Perfekt. So. So, auftanken, auffüllen und reparieren. Kontakte. Ne, reparieren muss ich nicht. Und alle Kopfgeldbescheinigungen einlösen für 954.876 Credits. 45, nicht 54. Ich habe auch noch 12.600 von der Föderation. Ja, stimmt, die hatte ich auch noch. Aber ich glaube, die kamen jetzt gerade irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Ich habe
keinen Plan. So, was sagt das Community Gold jetzt? Ach Moment, das kann ich mir jetzt am schwarzen Brett angucken. Das Community Goal am schwarzen Brett sagt 515 Millionen. Oh, Top ja. 75 sind wir. Was? Was? Okay. Nur Top 75? Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja. Okay, dann sammeln die anderen offenbar doch etwas länger, bevor sie abgeben. Ja, wahrscheinlich. Wie mir scheint. Aber immerhin sind jetzt, ja gut, ich schätze mal 750.000 Credits bis 750 Millionen Credits bis Stufe 1 kommt schon hin. Ja, das könnte sein. Ja dann, können wir mit der Folge auch wieder Schluss machen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.